Tag auch hier zu einer weiteren Folge von Let's Play Anno 2205. Ich habe ein wenig offscreen gearbeitet. Ich habe hier die Missionen hier mal ein bisschen weiter hier Interventionen gemacht und so. Sind eine Gefahr. Ja, ja. Und das sehen wir jetzt. Wir haben jetzt 815 Iridium auf Lager und maximal Anzahl von 999 Graphen, 657 Petrochemikalien und 525 Magnetit. Damit sollte man doch was anfangen können. Oder? Was ist überhaupt das? Du bist nicht mehr im Plan. Nee, ich bin wirklich nicht mehr im Plan. Kein Plan, was der Plan ist. Mikrochips. Ah, ja, genau, da war was. So, aber was wir machen wollen, ist nämlich jetzt hier mal ein bisschen Strom sparen. Ich brauche 400 Energie. Wir brauchen nur noch ganz wenig. 100, das ist ja nicht wirklich viel. Der ist auch schon reduziert. Warnung, Energiemangel. Ja, ja. Ja, ja. Dich kommt ja noch alles. Hier. Da können wir eigentlich mal zwei davon abreißen. Sehen Sie? Jetzt funktioniert's. Auf einmal also geht's. Wo hätten wir das denn wissen können? Dass, wenn man zu wenig Energie hat, dann es reicht, wenn man Energie spart. Na gut, dass wir eine geheimnisvolle Frau hatten, die uns Tipps geben konnte. So, dann sparen wir hier auch nochmal ein bisschen Energie. Boah, ist, wir schwelgen ja quasi hier im Überfluss mit der Energie. Ich habe das Gefühl, Sie müssen sich vorsehen. Diese Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen. Ei. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht hier ein bisschen das Placement hier ein bisschen besser machen könnten. Tun euch mir mal ganz kurz weg. Okay, so wird es auch reichen. Der kostet 100. Die kosten, wie viel kostet ihr? 50. Okay, der ist einfach nur... Okay, macht gar keinen Unterschied. Okay. Gut, ich dachte, es gibt irgendwie, keine Ahnung, dass es energieeffizienter ist oder so. Naja, stellen wir euch mal hier ab. Aber macht es keinen Unterschied. Schade. Oh ne, Moment, warte. Okay. Wenn die Dinge hier draußen sind, ist nicht so schlimm anscheinend. Ich frage mal, ob was passiert, wenn dann da wirklich ein Meteorit einschlägt. Wer weiß. So, ich weiß nicht, was wir machen wollten. Wir wollten auf jeden Fall hier Intelliware hochbringen. Und ich glaube, wir wollten auch hier mal ein bisschen aufrüsten. Ihnen die Chance geben, uns neue Baupläne zu geben. Das ist sehr schön. Nahrung. Nahrung ist doch so toll. Wir brauchen unbedingt Nahrung hier oben. Hey, hier können da viele aufsteigen. Eine autarke Mondgemeinschaft. Anfangs waren es nur kleine Schritte. Aber jetzt sind sie gut aufgestellt und ihre Kolonie hat Wurzeln geschlagen. Sie sind bereit, zum Kern des Mondlizenzierungsprogramms vorzustoßen. Wie Brombeeren. Der Gewinnung von Fusionsenergie. Noch ist alles nur Theorie, aber ich glaube an Sie. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ach, okay. Ist ja interessant. Hätte das gedacht. Was ist los? Verschwinden die ganzen Platten immerhin. Neue Baupläne verfügbar. So. Neue Baupläne. So, was haben wir denn alles Schönes hier? Wir können einen Fusionsreaktor bauen. Okay, wir haben hier aeroponische Farm. Okay. Verbraucht Mondeis, um Monderträge zur Weiterverarbeitung zu produzieren. Okay. Ein Eis für 10 Erträge. Das ist schon mal nicht schlecht. Und das macht dann im 1:1 Verfahren. Also hier genauer gesagt 1:2
von der Welt, zwei Weltraumkombüsen werden von einer IO-Farm da betrieben, okay. Helium 3 zur Weiterverarbeitung. Fusionsverarbeitungsvorbereitungsanlage. Junge. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Titanplatten. Verbrauch. Warum haben wir denn Minus? Angestellte sind Strahlung. Die Angestellte sind Menschen. Okay. Jetzt funktioniert's wieder. So, jetzt haben wir auch wieder den Überfluss. Genau. Ne, das ist das Logistikding. Hier ist der Ionenschweißer. Okay. Bauen wir hier noch einen. So. Das Ding macht direkt plus 200%. Eieieiei. Interessant. Okay. Jetzt stellen wir auch ein bisschen mehr Titanplatten her. Okay. Und wir stellen zu wenig Sauerstoff her. Wo ist denn unser Sauerstoffherstellerei? Unsere Sauerstoffschmiede. Das weiß nicht jeder, aber Sauerstoffschmieden ist ein alt ehrwürdiger Beruf. Jeder kennt doch die Sauerstoffschmieden von Moria. Wer kennt sie nicht? Raumhafen-Upgrade wird ausgeführt. Okay. Transferroute ineffizient. Ja. Ursache? Fehlende Waren. Wir verdienen viel zu wenig Geld. Viel zu wenig Geld. Das Ding ist so schweineteuer. Wo ist denn das ganze Geld hin? Oh. Die beiden sind auch mega teuer. Das ist alles zu teuer. Ich überlege. Es gibt nämlich, es gab ein Patch. Es gibt jetzt noch eine neue. Sie wollten mit mir sprechen? Genau, es gibt noch eine neue, neuen Sektor. Neu, also nicht ein neues, hier eine neue Karte im gemäßigten Gebiet. Wildwater Bay. Die ist zwar noch außerhalb unserer Reichweite. Aber ich überlege gerade. Bitte die Kurzfassung? Ja. Dass wir uns das hier, dass wir jetzt wieder ein bisschen sparen. Dass wir da die ganzen Maschinen da auf dem Mond ausmachen. Und uns das hier holen. Aber das ist halt eben schwer zu besiedelnde Insel. Deshalb bin ich so ein bisschen... Da weiß ich nicht genau. Müsste sich mittlerweile das andere Ding auch holen können? Was für eine nette Überraschung. Müssten wir noch eine Stufe mehr uns holen. Brauche ich mir noch eine Stufe. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld. Also haben Sie Ihren. Aber eigentlich haben wir hier noch ganz viel Platz zum Besiedeln, deshalb bin ich nicht ganz sicher, was wir da genau machen sollen. Aber erstmal warten wir hier. Oh. Ist nicht die optimale Eingabe. Ich glaube, wir hören hier mal ganz kurz erstmal wieder auf. Kümmern uns lieber erstmal um hier unten. Ich habe jetzt wieder ein paar neue Leute gebaut, also hier ein paar neue Häuser, habe ich auf der einen Insel jetzt komplett, auf unserer Wohninsel habe ich jetzt komplett alle Industrie runtergeschmissen. Also ich kann mal kurz zeigen. Hier, jetzt alles, abgesehen von Minen halt, habe ich jetzt das ganze Zeug alles weggeräumt. Ja, hier, das müsste ich eigentlich auch noch alles wegräumen, hier die. Ja, wie gesagt, habe halt hier das hier alles weggeräumt.
auch nach da drüben verfrachtet. Hier. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, die Replikatoren und die Schwerkraftdinger halt. Deshalb mal sehen, wo können wir noch? Wir haben noch hier die Insel haben wir noch. Okay, da kann man jetzt nicht wirklich viel drauf machen. Wir haben auch noch die Insel. Hier könnten wir... Ich könnte mir hier so eine richtige Insel quasi nur aus Investoren machen. Wäre witzig. Sind unterwegs. Dann bald noch hier die Insel. Sehr schön groß. Hier viel schön große Fläche. Eigentlich schade, dass ich hier mit die ganze Agrarzeug hier drauf mache, weil hier finde ich echt geil, eine Stadt hinzubauen. Aber ich glaube, ich mache hier erstmal meine Investoreninsel. Ich hoffe, das funktioniert. Müsste doch eigentlich über inselübergreifend sein. Ist doch bisher, ist doch hier alles inselübergreifend. Also sollte doch eigentlich auch, ja, eigentlich können wir uns auch mal auf dem Weltmarkt ein bisschen umsehen. Der Papierkram ist erledigt. Sie gehört Ihnen. Sehr schön. Allerdings für Investoren, über die ich gerade bräuchte, was müssten wir hier hin? Wir müssten hier einen Bahnhof hinklatschen. Wir müssten hier nachher auch ein Stadion noch hinhauen. Ja, hier der Bahnhof verbraucht ja schon quasi den ganzen Platz. Ja, ja. Schön. Müssten hier noch, eine Polizeistation müsste hier hin und ein Informationsteil. Ist ja schon hier alles, plus das Stadion ist quasi hier schon die halbe Insel ja schon belegt. Vielleicht doch nicht so gut hier. Aber es wäre halt echt schon cool, irgendwie. Ich glaube, es wäre wirklich im Endeffekt wäre das Platzverschwendung. Oh, wir haben sogar Bisons. Das Büffel? Nee, sind Bisons. Nein, Bisons sind's. Tja. Was machen wir? Mit dieser schönen kleinen Insel. Natürlich finden wir auch hier ein bisschen Agrar und wir haben hier ganz viel Platz für Wasserzeugs. Also, was können wir ins Wasser können wir halt, hier können wir halt ein bisschen gut Strom generieren. Den ganzen anderen Rest. Ach genau, es gibt neue Ornamente, kann ich mal zeigen. Hier habe ich schon, hier die ganzen Bäume. Hier habe ich schöne Allee aus Bäumen hingemacht, einfach weil hier noch Platz war. Ich weiß gar nicht, warum hier Platz war. Weil ich die Straße einfach irgendwie doof platziert habe. Naja, es gibt halt hier die Bäume als neues Ornament. Auch mit Patch hinzugefügt. Dann hier dieser Lift. Da sind so Rolltreppen quasi, ne? Die nach unten führen. Und Werbetafeln. Visit Tundra. Ja. Schön wär's. Ich kann mich endlich zurücklehnen. Da kann sich jemand endlich zurücklehnen. Das ist doch schön. Ich freue mich, wenn sich meine Leute freuen. Wenn sie sich zurücklehnen können und entspannen können. Denn ein entspannter Arbeiter ist ein guter Arbeiter. Das mit Androiden, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Was machen wir jetzt mit dieser Insel hier? Jetzt haben wir sie. Müssen wir auch was damit machen. Ich könnte eigentlich ein bisschen Industrie dahin auslagern. Nur was Kleines. Ich könnte jetzt dieses ganze Obstzeug könnte ich vielleicht versuchen dahin zu packen. Oder ist die Biokost? Ach Mist, das war die falsche Taste.
Okay. Aha. Mhm. So, wir sind jetzt hier auf dem Weltmarkt. Interessant. Das kann man teuer verkaufen. Ein Teddywear kann man anscheinend sehr teuer verkaufen. Replikatoren ist billiger zu kaufen. Wenn ich das richtig verstehe. Produktionspreis ist ja, schätze ich mal, wie viel man für einen Replikator zahlt. Ich weiß jetzt nicht, woraus halt. Rechnen sie wahrscheinlich halt aus dem Unterhalt. Für die ganzen Gebäude, die man dafür braucht. Hm, interessant. Sam Beaumont? Oh, ich weiß noch, wie sie nur eine kleine Angestellte war. Damals hat sie mit mir gearbeitet. Aber seien wir mal ehrlich, sie kann mit Menschen besser als mit Zahlen. Aha. Ich finde die Kragen, die hier immer haben, die sehen mega komisch aus. Die sehen aus wie ein Grafikfehler, finde ich immer. Ich finde die Kragen, die haben auch hier dieser, der eine von Same Industries oder so. Same International, der mit uns hier den Eisbrecherweg da baut, die sehen immer aus, als ob die irgendwie, keine Ahnung, als ob einen Grafikfehler um den Hals hätten. Ich überlege gerade, ob ich Flachsfasern verkaufen möchte, weil die sind halt natürlich schon. Dieses Bip-Bip-Bip-Bip von dem Ding geht echt mega auf die Nerven. Weil die sind halt relativ billig zum. Also 99 Unterhalt kostet. 99 ist der Produktionspreis. Können wir mal kurz gucken. Gucken hier, kann ich euch zeigen. Ich habe hier jetzt ganz viel ausgelagert. Schön viel, alles schön eng gequetscht. So, Produktionspreis. Warum bist du nicht bei voller Leistung? Der auch nicht. Oder ist das... Ach, plus 40% sind ja hier, die sind ja so komische, ja. Obwohl eigentlich dann auch nicht 59, irgendwo ist ein Rechenfehler. Irgendwo schätze ich mal, wird falsch gerundet. Naja. Oder wahrscheinlich macht es einfach keinen Sinn, dass es plus 260%. Na egal. Ertrag ist 13. Ja, kommt ungefähr hin. Das heißt, wir brauchen quasi, ja. Ungefähr 99 pro Dings. Pro Flachsfaser. Obwohl, 99. Ja, doch, ja. Ja, kommt hin. Okay. Ich mache nämlich gerade Zeit, machen wir plus 8 nur, aber können wir einfach mal gucken. Weltmarkt. Verzichten wir auf Höflichkeiten. Heute ist einfach zu viel los. Aha, ja, der Preis fällt wieder wahrscheinlich, weil einige gesehen haben, oh, da kann man toll verkaufen. Die Preisentwicklung ist ja drastisch. Ja, und wie kann ich jetzt sagen, dass ich da was jetzt verkaufen möchte? Oder muss ich denn hier eine neue Transferroute, das hier von da nach da? Oha. Wir machen in Flachsfasern. Wir schwemmen den Markt mit Flachsfasern. Okay, wir wollen 8. Plus 1500 machen. Ja, machen wir. Genehmigt. Die Route ist offiziell eröffnet. Erfolgsliste aktualisiert. Yay! Neuen Erfolg. Handeln Sie mit dem Weltmarkt. Wunderbar. Verbindung wird hergestellt. Ich könnte noch mehr von den Dingern bauen. Sag mal, um ein bisschen unsere Bilanz aufzufrischen. Müsste sogar hier ziemlich gut hinpassen. Wenn ich mal gucke, ja, es passt hier sehr schön hin. Oh, jetzt fehlt die Energie. Aber zum Glück haben wir ja hier viel Platz für ein Gezeitenkraftwerk. Wunderbar.
Ich schade, dass man nicht komplett kopieren kann mit den ganzen Feldern auch. Nein. Ihn hier. So. Ja, reicht erstmal. Wie viel plus machen wir jetzt? 39. Hier. Ah, okay, die halten nur eine gewisse Zeit lang. Okay, interessant. Na. Okay, machen wir plus 7500. Ich überlege gerade. Machen wir dann damit mehr? Wenn wir jetzt quasi zwei haben, kann man das überhaupt machen? Stellt ihn mal. Hoffentlich erweist sich diese Route neue als profitabel für Sie. Zack, zack. Sortiere Daten. Erstmal mal plus 27 machen wir dann jetzt noch. Dann machen wir einfach hier, machen wir es in einer Route. So, 9300. Genehmigt. Die Route ist offiziell eröffnet. Schön. Sortiere Daten. Wir gucken. Genau, Weltmarkt, Angestellte, Lagerhäuser, Wartung, Transfer. Schön. Bisschen mehr plus. Meine 7000. Ne, 10.000 sogar. Nicht schlecht. Kann man mal machen. So. Was machen wir denn noch? Ich muss noch ein bisschen mehr umbauen. Ein bisschen mehr rüber schaffen. Aber was? Sollen wir hier die Dinger hier rüber schaffen? Hiervon noch was? Wir könnten die Mikrochip-Dinger auch darüber packen, oder? So, da sind wir wieder. Ich habe hier jetzt haufenweise Zeug. Also die Insel ist quasi zugepflastert. Ein Flugzeug. Die Insel ist jetzt quasi zugepflastert. Hier ist noch ein bisschen was. Hier alles mögliche drauf. Also wir haben jetzt hier die Flachsfasern, die auch exportieren. Hier die Mikrochips, hier die ganzen Synthetik-Dinger, Soja, die ganzen Obstteile und so. Ne? Ist jetzt alles hier drüben. Hier die Insel ist jetzt quasi, also ist jetzt fast leer. Kann ich jetzt noch ein bisschen Sachen hier von da drüben noch hier hinholen. Hier ist jetzt wirklich nur noch die Felder und halt die Luxussachen hier ein bisschen so. Hier habe ich das jetzt schon quasi aufgebaut. Allerdings, wenn ich die anmache, kosten die viel zu viel, brauchen viel zu viel Energie und so. Deshalb möchte ich jetzt diese Insel hier, diese große schöne Insel, auch noch zupflastern. Und zwar mit Leuten. Jo. Also mit ganz vielen Arbeitern und so ein Zeug. Ne, dieses ganze Zeugs da, ne? Wisst ihr ja schon, dieses eklige Zeugs da, dieser Pöbel. Allerdings, weil ich möchte es halt wirklich jetzt im großen Ziel planen, dass ich quasi jetzt die mit bestimmten Verbrauchsgütern ganze Insel zupflaster schon. Und deshalb brauche ich natürlich ein kleines wenig Startkapital. Damit ich auch nicht zwischendrin das Geld irgendwie ausgeht. Okay. Okay, passt so. Passt schon.
Deshalb baue ich hier immer die große Fabrik. Deshalb werde ich jetzt ein wenig, ich werde jetzt die Folge werde jetzt auch beenden, denn ich glaube, es ist jetzt schon genug Zeit rum, dass ich eine ganze Folge hinkriege. Und wir werden, ich werde jetzt ein bisschen warten, ein bisschen auf dem Mond wahrscheinlich noch ein paar Fabriken ausschalten. Mal gucken. Ein bisschen Geld sammeln. Und jede Kiste mit ja. Wir werden. Ich war stehen geblieben. Ach genau, ich werde hier noch ein paar Fabriken ausschalten können, was ich jetzt gerade nicht so brauche. Mal gucken, was ich hier, was ich da machen lässt. Und dann einfach ein bisschen Geld sammeln. Für. Ja, halt, was ich kann, vielleicht hier auf 2 Millionen oder so bin. Damit ich halt einfach ein bisschen keinen Puffer habe, um nachher schön Sachen ab, die Insel auszubauen. Guck ich nicht, dass ich das hier. Ineffizient. Nee. Ursache: fehlende Waren. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ach so. Ja dann. Ich glaube, hier können wir gar nichts ausschalten. Naja, ist schon alles aus, was ausgeht. Naja, aber wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich dann anfange, die Insel, hier die Insel groß auszubauen und ganz viel Stadt drauf zu pflastern. Wir sehen uns bis dann. Tschüssi!